Ein Irish Red Ale aus dem hohen Norden Norwegens, jetzt bei ProbierTV. Hallo, Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Mein Name ist Martin und ich hoffe, es geht euch allen gut, denn ich habe heute ein Bier, das habe ich mir selber aus Norwegen mitgebracht. Ich war vor ein paar Wochen in Norwegen, oder gar nicht so lange her, um Nordlichter anzuschauen. Und da fährt man am besten nach Tromsø. Und in Tromsø ist die nördlichste Brauerei angeblich Europas oder der Welt zu Hause, was ein reiner Marketing-Gag ist, stimmt nämlich gar nicht. Allein schon in Tromsø selber ist ein paar hundert Meter hinter dieser Brauerei eine kleine Brauerei, das ist auch nicht die nördlichste. Aber ich bin da vorbeigekommen und ich habe so das Gefühl gehabt, ich laufe an einem Schuhgeschäft vorbei, aber dann habe ich Bryggeri 13 gesehen, weiß nicht, was 13 auf Norwegisch heißt. Und ja, das war dann tatsächlich eine Brauerei. Ich hatte mich natürlich vorher ein bisschen im Internet informiert, was es da noch an Kleinbrauereien in der Stadt gibt. Kommen viele Kreuzfahrtschiffe an und ist, glaube ich, ein gutes Pflaster, um Bier abzusetzen, wenn es eben vielleicht draußen ein bisschen kälter ist oder man eben auf irgendeine Tour wartet oder sich einfach die Stadt anschaut und jetzt keinen Bock auf Museum hat. Jedenfalls diese Brauerei 13 war sehr nett, war gerade keiner da, weil auch gerade kein Kreuzfahrtschiff da war. Und wir sind ein bisschen ins Gespräch gekommen. Die haben eine unfassbar kleine Brauanlage, aber kommen damit richtig gut über die Runden. Und ich wollte da natürlich Bier mitnehmen. Die dürfen dort keins verkaufen, muss man im Monopolshop kaufen. Aber lustigerweise, da habe ich eine Flasche bekommen. Und ja, was habe ich gekriegt? Ein 7%iges Irish Red Ale. Und das Ganze Sud 401 und was ist das? 31.03.2021 ist das Ganze haltbar. Also da traut man sich auch was, was das MHD angeht. Finde ich auch sehr spannend. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal zusammen an. Irish Red Ale. Da kommt es schon malzig in die Nase. Und ja, ich würde sagen, da wird nicht zu viel versprochen. Es ist eine herrlich rötliche Farbe. Ich weiß nicht, ob man das richtig schön sehen kann. Es ist ein sehr, sehr dunkles Bier und hat aber einen ganz tollen rötlichen, so rubinroten Schimmer. Der Schaum, ja, mittelprächtig, stabil. Haftet aber schön am Glas, auch nicht zu feinporig, nicht zu cremig. Und ja, überraschend. Oh, wow. Also ich habe jetzt gerade eben so ein bisschen mit dieser Malzsüße gerechnet, aber kaum hängt man die Nase rein. Da war auch noch richtig schöne Frucht mit drin. So Beerenfrüchte, aber ich hätte jetzt eben auch Erdbeere gesagt. Es ist natürlich sehr, sehr malzdominiert, aber im Hintergrund schwingen da eben auch noch so ein paar Beeren mit. Das finde ich ja sehr spannend. Und das riecht nicht nur gut, das schmeckt hoffentlich auch gut und das werde ich jetzt angehen. Cheers! Also, was als erstes auffällt, es hat eine relativ intensive Kohlensäure. Das würde ich jetzt auch nicht unbedingt als Pluspunkt für dieses Bier annehmen. Aber es schadet ihm auch nicht. Aber es ist doch relativ vordergründig karbonisiert und hat dann einfach so eine schöne, kräftige Malzsüße, bisschen Karamell mit dabei. Und es hat, wie gesagt, auch richtig kräftige, fruchtige Noten mit dabei. Es ist zweifelsohne ein Irish Red Ale. Aber wenn da keine Früchte mit drin sind, dann muss ich ganz ehrlich sagen, die Hopfensorten oder die Hopfenmenge, die würde ich gerne mal kennen. Wobei, wenn wir jetzt über das Thema Bittere reden, da ist es bei diesem Bier eigentlich gar nicht so. Es hat so eine ganz dezente, aber sehr seichte Bittere im Hintergrund. Aber die würde ich auch, also maximal 20 Bittereinheiten würde ich dem geben.
Keinesfalls mehr. Kohlensäure, wie gesagt, nach wie vor sehr intensiv. Hat einen schönen, mittleren Körper und ist in Wahrheit, wenn die Kohlensäure nicht so intensiv wäre, auch ein irrsinnig süffiges Bier. Die, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, die Kohlensäure drückt so ein bisschen die Trinkbarkeit, aber ich merke gerade jetzt beim vierten oder fünften Schluck, es reduziert sich dann auch ein bisschen das Gas relativ schnell aus, das Bier. Und dann ist es eigentlich wieder sehr harmonisch. Es legt sich so ein leichter, süßlicher, malziger Film in den Mundraum. Und die Fruchtigkeit geht ein bisschen zurück. Bittere nimmt nicht mehr zu. Und so ist es dann eigentlich ein sehr sanftes, nicht mehr ganz so fruchtiges, aber malz, süßliches, karamelliges, gefälliges Bier. Ich muss sagen, für das, was ich dort gesehen habe an Brauerei, bin ich extrem begeistert vom Auftritt, von der Verpackung, von dem Bier, auch die Biere, die ich dort getrunken habe. Also solltet ihr mal in Tromsø sein, haltet Ausschau nach Brügeri 13, findet man eigentlich auf jedem Stadtplan und ist dann auch eingezeichnet. Also das ist relativ einfach. Tromsø ist auch keine so riesengroße Stadt, dass man das nicht finden kann. Es gibt meines Wissens drei Brauereien zurzeit. Von allen dreien habe ich Biere mit und die werdet ihr dann hier bekommen. Wenn ihr andere Brauereien aus Norwegen kennt, ach, ich muss ja erstmal, hallo, jetzt muss ich ja erstmal zum Rating kommen. Irish Red Ale von Brügeri 13 von ProbierTV gibt es 4 von 5 möglichen Punkten für das Irish Red Ale aus dem Hause der Brügeri 13. Und wie gesagt, ja, jetzt kommen wir dazu. Wenn ihr andere Brauereien aus Norwegen kennt oder andere Biere von Brügeri 13, wobei da wird es schwierig werden, dann lasst uns mal Tipps austauschen bei YouTube, Facebook oder auch im Blog. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir da eure Geheimtipps vielleicht mal mitteilt. Und vielleicht habe ich das ein oder andere Bier ja auch im Kühlschrank. Ein bisschen was habe ich mitgenommen. Dann sage ich danke fürs Zuschauen, danke fürs Kanal abonnieren. Morgen sehen wir uns wieder beim nächsten Bier hier bei ProbierTV. Bis dann, tschüss, Papa, servus, Prost und Ahoi. Cheers.